Ja, sehr verehrtes Publikum. Euch ist sicher aufgefallen, dass es bei Sigtonic-Vorstellungen bisher keine Werbeunterbrechungen hat gegeben. Bewusst sage ich, hat gegeben. Im Zug vor Globalisierung ist es so, dass auch wir unsere Produktionen mit Product Placement müssen quersubventionieren. Einfach zu gross ist der Druck vor A Cappella Konkurrenz aus Bierig Lohnkanton. Darum an dieser Stelle unser Werbeblock. Während dem letzten Stück ist der Thierry mit dem Milchprodukt gefüttert worden. Leider sind die Sponsoring-Verhandlungen zwischen uns und dem Unternehmen noch nicht zu einem positiven Abschluss gekommen. Darum, Thierry, kannst du uns das mal demonstrieren? Es hat 15 Gramm Zucker. Ja, ihr seht, das grosszügiges Sponsoring von Sigtonic kann sich also durchaus lohnen. Also alle CEOs, Verwaltungsräte oder Personen mit Budgetkompetenz haben Grund zum Jubeln. Es ist ab sofort möglich, den positiven Imagewert von Sigtonic als emotionelle Aufwertung von eurem Produkt zu nutzen. Eine beliebte Möglichkeit ist zum Beispiel, einzelne Sänger mit einem Firmenlogo zu versehen. Marktforschungen zeigen, dass die beliebtesten Werbeflächen natürlich auf tiefe Stimmen sind. Philipp, zeig uns das. Ferrari. C'est nul. Für die eindrückliche Demonstration. Aber habt ihr nur ein enges Budget von einer kleinen KMU? Besonders günstig sind natürlich die tiefen Stimmen. Gerade Tenor sind in dieser Beziehung ein rechtes Schnäppli. Und hier unser voll krasse Sonderangebot, der Matthias. Sigtonic macht Schluss mit Ladehüter. Oder braucht es einen weiblichen Charme? Auch das können wir bieten. Gell, Veronique? Philipp, Haarspray! Weil ich es mir wert bin. Ja, Sponsoring-Verhandlungen im Anschluss an diese Vorstellung. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Zischtigskrimi.